Hallo meine lieben YouTube-Zuschauer, hier ist wieder Kerstin vom Kanal mit einem neuen Video endlich mal wieder für euch. Ich habe mich ja letzte Zeit ein bisschen rar gemacht, weil ich privat nicht allzu viel Zeit hatte. Ja, nun bin ich mal wieder da. Ich habe mich jetzt mal an Scrapbooks in der Größe A4 gewagt. Mit dieser mit dieser Cinch habe ich gebunden, diese Ringbindung. Wie schon gesagt, die Größe ist A4, im Stil so ein bisschen mit LaBlanche-Papier. Und jetzt möchte ich euch das dann mal zeigen. Also das ist die Vorderseite und die Rückseite habe ich leer gelassen. Ich habe auch dezent verziert, nur mit diesen Klebebordüren, diesen Strasssteinchen. Da habe ich eine kleine Tasche reingemacht für Check. Klettverschluss zum Aufklappen. So, die nächste Seite besteht aus diesem Papier. Hier oben ist wieder ein Tag drin. Und das ist eine aufklappbare Tasche mit Magnet. Ich habe viele so Klappmechanismen eingebaut. Das ist die Seite. Das hier ist eine einfache Großkarte, die habe ich mal jetzt zweckentfremdet und als aufklappbare Tasche daran, auch mit Magnetverschluss, dafür verwendet, weil ich dachte, das Motiv, die Farben passen so zu dem Motivpapier von LaBlanche. Wieder zu klappen. Nochmal zu klappen. Diese Seite sieht so aus. Auch nur wieder dezent. Diese Strasssteinbordüre von Idee mit Herz. Das ist diese Seite hier. Einmal mit Klettverschluss. Ich kriege leider das A4 nicht komplett in die Kamera rein, weil mein Kamerastativ nicht so groß ist. Und das steht jetzt schon ziemlich wackelig auf dem Stuhl. Muss ich mir vielleicht nochmal irgendwie ein Regal oder was zulegen, wo ich es rauf tue. Das nochmal. Da habe ich auch ganz kleine Strasssteine drauf.
Ja, und jetzt sind wir schon bei der letzten Seite angekommen. Auch nochmal Klappmechanismus. Und das ist die Innenseite von der Rückseite. Da habe ich auch diese Tasche habe ich gebastelt, indem ich da unten einen großen Briefumschlag hatte, die Klebelasche abgeschnitten habe und vorne einfach so Kartenpapier aufgeklebt habe mit der alten Schrift und dann dort einen Check reingesteckt mit einer Grifflasche, Ecken abgerundet und auch distressed. Ja, meine Lieben, das war mein erstes A4-Scriptbook, Trinkbindung. Ein klitzekleiner Fehler ist mir natürlich trotzdem unterlaufen. Man sieht es, ich habe hier zwei Seiten nicht perfekt zugeschnitten und alles schon fertig gemacht, bevor ich gelocht habe. In der Zukunft werde ich das andersrum machen. Erst alles lochen und gucken, dass ich die gleiche Breite habe. Und dann bekleben. Aber gut, man lernt ja aus seinen Fehlern und ja. Ich zeige es euch nochmal so im Ganzen. Meine Lieben, das war's dann. Es folgen noch zwei weitere Scrapbook in dieser Variante. Ich bin schon dran. Unter anderem verrate ich euch schon mal, das zweite Buch in dieser Größe mit Ringbindung wird der tolle Blog von Alice im Wunderland sein, was ich auf der Messe in Frankfurt gekauft habe. Und da bin ich schon fest dabei und so gut wie fertig. Das Video wird dann auch demnächst kommen. Also ich danke euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden oder gebt mir ein Abo oder schreibt einen Kommentar, Kritik, Positives, ich freue mich über alles. Vielen Dank, tschüss.